Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Marco, bis zur Halbzeitpause sah es soweit noch ganz okay aus, auch wenn wir schon da 0-2 zurückgelegen haben. Was ist in der zweiten Halbzeit passiert? Kannst du das irgendwie schon in Worte fassen? Ja, ist natürlich wahnsinnig schwer, so ein Spiel in Worte zu fassen. Ja. Ich glaube, wir sind dann einfach auf klassische Art und Weise auseinandergebrochen. Wir haben versucht, noch gemeinsam einen Plan vorzugeben, weiterhin dann irgendwann nichts zuzulassen, aber mit dem 4-0 war jeglicher Widerstand so ein bisschen gebrochen und zumindest der Glaube daran, dass hier noch was geht, und das hatten wir uns fest vorgenommen und hat dann dazu geführt, dass Köln eine brutale Sicherheit hat und ihre ganze Qualität ausgespielt und wir einfach nicht mehr diesen Biss hatten und dann wurden wir richtig böse bestraft. Köln hat uns überrascht mit dem 3-5-2. Sie haben taktisch ganz anders gespielt, als sie es vorher gemacht haben. Und da haben wir heute keine Mittel und Lösungen dagegen gefunden. Das hat uns überrascht. Wir haben natürlich gesagt, da hängt sowas nicht nur mit dem System zusammen, sondern mit allem. Wir sind in Zweikämpfen einen Schritt zu spät gekommen. Wir haben entscheidende Zweikämpfe verloren. Und wie gesagt, ich brauche mich jetzt nicht hier hinsetzen und irgendwie zig Sachen erklären. Das war von vorne bis hinten rahmschwarzer Tag. Und wir werden das aus den Klamotten schütteln und gegen Ingolstadt zu Hause Reaktion zeigen. Es ist die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte. Wie geht man mit sowas um? Ja, ist ein trauriger Fakt, auf jeden Fall da dabei gewesen zu sein. Und es war auch sehr beschämend, danach dem Spiel in die Kurve zu gehen. Und das ist das einzig Positive oder besonders Positive, was ich heute mitnehme, die Reaktion der Zuschauer, die, glaube ich, dieser Mannschaft sehr gut getan haben, weil man auch gemerkt hat, dass es uns Spielern sehr nahe geht, auch wenn man nach einem 8-1 das Gefühl haben könnte, wie kann denn das nahe gehen nach so einer Leistung, aber es gibt Faktoren im Fußball, die deine Leistung beeinflussen, und heute hat uns ziemlich viel kaputt gemacht, wir uns selber und von außen, und dann haben wir es halt einfach nicht mehr hingekriegt. Die 5000 mitgereisten Dynamo-Fans haben ihre eigene Reaktion gezeigt, während des Spiels und vor allen Dingen auch nach dem Spiel. Wie waren die Reaktionen, als ihr dann in die Kurve gegangen seid? Ich muss sagen, sie hätten allen Grund dazu gehabt, uns zu beschimpfen für das Spiel. Ich habe auch mit allem gerechnet, aber die Reaktion der Fans war top. Also ich habe keinen Hut auf, aber wenn ich einen auf hätte, würde ich den Hut ziehen. Was die Jungs da am Zaun noch zu uns gesagt haben, wie sie uns dann gefeiert haben und unterstützt haben, das ist sensationell, und da muss man einfach sagen, da tut es einem noch mehr weh, das Spiel, dass wir nicht für uns persönlich, sondern für die Jungs, die diesen Weg wieder auf sich nehmen hierher und die Mannschaft so maximal unterstützen, sowas dabei herauskommt. Deswegen kann man sich nur tausendfach dafür entschuldigen. Man sagt so schön, dass man aus Niederlagen lernt. Trifft das heute umso mehr zu? Ja, man muss den Schmerz auf jeden Fall zulassen, weil es schon richtig bitter gewesen für jeden Einzelnen. Und dass wir heute auf jeden Fall sehr viel falsch gemacht haben, ich glaube, das war offensichtlich von Anfang an, auch in der ersten Halbzeit vor allem. Deswegen sind wir erst in diese Situation gekommen, dass wir dann das Spiel drehen wollten und dann direkt das Dritte kriegen, direkt das Vierte. Und ich glaube schon, dass wir, dass diese Niederlage dazu führen muss, dass wir noch mehr Prozente aus uns rausholen. Wir verschenken noch zu viel. Und heute wurde das ganz böse gezeigt. Schubi, heute die wahrscheinlich ärmste Sau im ganzen Team. Wie habt ihr ihn danach aufgemuntert? Schubi ist ein junger Torwart, ist ein hervorragender Torwart, der seine Riesenkarriere machen wird. Da bin ich 100% von überzeugt. Das ist den Allerbesten passiert. Dazu gibt es 1000 Geschichten aus dem Fußball. Das habe ich ihm vorhin auch gesagt. Klar geht ihm das nahe, aber wie gesagt, das ist den Allerbesten passiert. Und deswegen wird auch Schubi gegen Ingolstadt wieder ein Topspiel machen, und wir werden ihn unterstützen. Ja, war da ziemlich lange in der Kabine. Was ist da passiert? Kannst du da einen Einblick geben? Habt ihr das jetzt schon in der Mannschaft intern besprochen, jetzt das Spiel? Ja, es geht darum, wie wir damit umgehen, wie es weitergeht für jeden Einzelnen. Dass jeder jetzt, glaube ich, einfach die nächsten 2 Tage braucht, um abzuschalten, um auch mal Abstand zu gewinnen, um mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen, um dieses Ereignis ein bisschen zu verarbeiten. Und vor allem das Allerwichtigste, wie es in Zukunft weitergeht. Und das ist ab Dienstag mit Vollgas auf Ingolstadt, weil die Fans haben es uns heute vorgelegt, wie es weitergehen kann. Kopf hoch, abschütteln, so gut wie es geht. Und gegen Ingolstadt zu Hause richtig einen raushauen.
das ist der Weg, wie man das Ding zumindest auf Dauer vergessen machen kann.